Im Sog der erfolgreichen Kompakt-SUVs versucht Kia mit dem Soul zu punkten. Die zweite Generation wurde 2014 eingeführt und soll mit aufgefrischtem Design und neuen Features überzeugen. Ein wesentliches Plus des neuen Kia Soul ist sein für die Fahrzeuglänge von 4,14 Meter großzügiges Raumangebot. Dank der hohen Karosserie fühlt man sich wie in einem größeren Fahrzeug und hat vorne wie hinten angenehm Platz. Leider gibt es keine verschiebbaren Rücksitze für noch mehr Variabilität. Auffällig ist das überaus hohe Verarbeitungsniveau. Alle Materialien wirken hochwertig und sauber eingepasst. Der Kofferraum fasst in Grundstellung maximal 354 Liter und kann bis auf 1367 Liter erweitert werden. Der hochgebaute Soul zählt nicht zu den sportlichen, aber zu den kommoden Fahrzeugen. Cruisen ist seine Bestimmung und dazu passt auch die gute Geräuschdämmung. Schaltung und Lenkung funktionieren ohne Fehl und Tadel. Die Bremsen packen ordentlich zu. Der im Testwagen eingebaute 128 PS Diesel genehmigte sich 6,3 Liter auf 100 Kilometer. Für den Modelljahrgang 2016 wurde das Triebwerk überarbeitet und mit mehr Drehmoment und 5 zusätzlichen PS aufgewertet. Der Soul bietet ab Werk eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Ebenfalls serienmäßig sind 4 Fensterheber, manuelle Klimaanlage sowie USB-Anschluss und Audiobuchse. Schon ab dem zweiten Level Silber sind Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen, Parksensoren, Bluetooth und Tempomat dabei. In den Top-Niveaus Gold und Platin gibt es Features wie 8 Zoll Screen mit Navi und Rückfahrkamera, 18 Zoll Leichtmetallfelgen, Volledersitze, Xenonlicht, Fernlichtassistent sowie weitere Assistenten. Der Einstiegspreis für den Fronttriebler beginnt bei 17.490 Euro für die Version Titan mit 132 PS Benzinmotor. Die Luxusvariante Platin kostet als Schalter mit 136 PS Dieselaggregat ab 28.740 Euro. Auch ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe ist erhältlich. Alles in allem ist der Soul kein Sonderangebot, doch angesichts von Ausstattung, Qualität und der 7-Jahres-Garantie eine attraktive Wahl.